Einen wunderschönen guten Tag und herzliches Willkommen auf der Gemeinderade. Ja, ihr seht ja in der Videobeschreibung, von welchem Team das ist. Ich weiß auch nicht, warum das so ein Zungenbrecher für mich ist. Oh, weiter geht's hier mit Walzen. Ich denke mal heute, das wär's dann. Also das Feld werden wir auf alle Fälle heute schaffen. Und ich denke mal, das Feld bei uns, das wird auch nicht allzu lange dauern. Also am Hof das Feld. Hier kommt ja jetzt, das ist ja auch ein Minimi-Feld hier. Das ist ja nun wirklich klein, kleiner am kleinsten. Aber wenn man das natürlich ordentlich düngt und ordentlich pflegt und hegt, kriegt man hier natürlich auch ertragsmäßig was raus. Man muss natürlich das wollen, dass hier Ertrag rauskommt. Wenn man das will, sehe ich das jedenfalls so. Dann klappt das auch. So, hier werden wir gleich wieder um Strommasten rumfahren. Gut, wenn jetzt hier jetzt nicht hundertprozentig alles ist, ist es auch nicht allzu schlimm. Genau aus diesem Grund. Oh, das werden wir dann, wenn wir mit dem Feld fertig sind, noch walzen. So. Haben wir das hier schon gleich fertig? Das ist doch schick. Wie gesagt, ist ja auch ein kleines Feld, ne? Also ist ja nicht gerade groß.
Oh, hier werde ich aber auch nur einmal Dünger draufschmeißen. Naja, das andere wäre hier, das brauchen wir halt nicht, ne? Wir brauchen hier keinen. Brauchen hier nicht hier auf den Dünger draufschmeißen, auf die Grasfelder. Wenn es dann in der nächsten Folge regnen sollte, also anfangen zu regnen, dann werden wir dort im Regen die BGA füttern, weil man düngt ja nicht, wenn es regnet. So viel weiß ich jedenfalls, dass man das nicht macht. Da könnten wir halt schon mal die BGA voll machen. Ich habe jetzt im Offscreen mal schnell einen Ballen ins Biomassekraftwerk reingeschmissen. Da sind auch wieder 11.000 Liter drinne. Dann machen wir Allrad rein. Kommen wir nicht besser aus dem Tee. Und falls halt das die Ecke war jetzt doch komplizierter zu lösen als gedacht. Ja, und falls es halt regnet, haben wir halt da die Aufgabe in der BGA. Was ja auch schon mal viel, viel, viel wert ist. Hier hinten, da kommen wir nicht nochmal. Ich werde gleich hier nochmal ansetzen. So. Ja, der Zaun, der stört hier ein wenig. Müssen wir ein bisschen
bisschen anders fahren. So, hier können wir wieder gleich immer um den Teich fahren. War klar, dass ich am Stein hängen bleibe. Oh, da ist schon wieder ein Stein. Das gleich hier noch mit. Oh, ich denke mal, dann werden wir das in dieser Folge auf alle Fälle schaffen, das ganze Feld hier zu packen. Das war jetzt Glück, dass ich den Stein nicht getroffen habe, aber diesmal wird es zerzauen, denke ich mal. Sag ich doch. Oh, da ist gleich wieder noch ein Baum. Naja, gut. Mal gleich mitmachen. Was wir haben, haben wir. So. Ja, sieht doch gut aus. In der Folge schon ordentlich was geschafft. So. P gemietet. Ja, den den Kollegen habe ich erstmal noch. Oh, jetzt ist die nächste Frage. Haben wir denn noch Mineraldünger? Quatsch, nicht Mineraldünger, sondern Flüssigdünger. Wo man könnte ja eigentlich jetzt auch mal Mineraldünger machen. Aber ich bin eigentlich Fan von Flüssigdünger. Ist die Spritze da? Das heißt, man könnte eigentlich so, hier sind noch 900 Liter drinne. Gut, dass es Herbizid. Oh. Nix. Genau, der soll jetzt hier selber entscheiden, wie viel Dünger er braucht. Jedenfalls so weit runter, wie es geht.
So, ja. Das ist natürlich jetzt äußerst schlecht. Wir sind zu breit gewesen. Oh Mann. So. Wir wollen ja hier beim nächsten Mal, wenn wir hier Gras mähen, ja auch vernünftig Ertrag haben. Sprechen müssen wir natürlich auch hier düngen. Das war jetzt aber auch wieder ein schöner Fahrfehler meinerseits. Aber ich sehe gerade, wir haben schon wieder leicht überzogen. So, ich mache jetzt auch hier das Vorgewende fertig. So, aber ich sag mal schon, mach schon mal die Abmoderation. In diesem Sinne sage ich mal, ja. Hoffe, es hat euch gefallen. Bei Verbesserung. Vorschlägen bin ich, wie gesagt, immer offen. Weil ich bezweifle, dass ich alles richtig mache. Und in dem Sinne sage ich schon mal Tschüss.